Hallo zusammen, heute mit einer Review zu God's Forge. Und in diesem Spiel versucht ihr mit Würfeln mächtige Monster, mächtige Zauber zu beschwören. Und mit diesen Monstern bzw. mit diesen Zaubern versucht ihr die anderen Spieler anzugreifen, denen ihr Leben abzuziehen. Und wer als letztes übrig bleibt, gewinnt das Spiel. Wie das aber im Einzelnen funktioniert und wie ich God's Forge finde, das verrate ich euch jetzt in diesem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hier seht ihr einmal den Aufbau für eine 3-Personen-Partie von God's Forge. Jeder Spieler bekommt zu Beginn der Partie 4 Karten, 4 Würfel und platziert noch seinen Marker auf der Lebenspunkteleiste. In einer 3-Personen-Partie bei 25 Leben, in einer 2-Personen-Partie bei 30 Leben und bei einer 4-Personen-Partie bei 20 Leben. Dann legt ihr noch die Goldnuggets bereit und diesen Würfel, den verwendet ihr nur, sollte es euch gelingen, diese Karte hier zu schmieden. Die restlichen Karten werden gut gemischt und als verdeckter Nazi-Kartenstapel hier bereitgelegt. Ziel des Spiels ist es dafür zu sorgen, die anderen Spieler auszuschalten und das gelingt euch, indem ihr die anderen Spieler auf 0 Leben bringt und dazu spielt ihr über mehrere Runden, wobei jede Runde aus 4 Phasen besteht. Aber bevor wir mit der Partie beginnen, wird empfohlen, dass ihr Karten mit diesem Symbol, das steht übrigens für die Goldnuggets, und Karten, die 4 von einer Sorte erfordern, dass ihr die dann abwerft und nochmal neue Karten zieht. Aber jetzt starten wir wirklich mit der Partie und ich erkläre euch jetzt mal die einzelnen Runden. Und wie gesagt, eine Runde besteht aus 4 Phasen. In der ersten Phase könnt ihr bis zu 2 Karten abwerfen und ihr zieht immer auf 4 Karten nach. Zusätzlich solltet ihr eine Kreatur mit diesem Symbol beschworen haben, so tritt der Effekt jetzt in Kraft. In diesem Beispiel wäre es jetzt so, dass der Spieler einen Goldnugget bekommen würde. Das wäre schon die erste Phase. Dann kämen wir zur zweiten Phase und in dieser Phase würfeln die Spieler ihre 4 Würfel. Ich zeige euch das jetzt mal anhand des lilanen Spielers. Das heißt, er würfelt diese Würfel. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, einen Würfel zweimal nachzuwürfeln oder 2 Würfel jeweils einmal. Es gibt Würfel von 2 bis 5, die haben keinen besonderen Effekt. Die repräsentieren einfach die unterschiedlichen Elemente. Eine 1 ist ein Joker und eine 6 generiert euch immer einen Goldnugget. In unserem Beispiel ist es jetzt so, dass ich versuche, den Würfel nachzuwürfeln. Warum, erkläre ich euch gleich. Das mache ich nochmal. Und hätte jetzt hier nochmal einen Joker. Denn was wollt ihr machen? Ihr versucht Karten zu beschwören. Ihr könnt immer nur eine Karte pro Runde beschwören und es gibt Kreaturen, die bleiben dauerhaft im Spiel und es gibt Zauber, die haben einen einmaligen Effekt. In unserem Beispiel ist es jetzt so, ich würde gerne diese Kreatur hier beschwören. Dafür brauche ich eine 2 und eine 3. Eine 3 habe ich schon mal und eine 1 kann ich als Joker verwenden, das heißt daraus kann ich eine 2 machen. Zusätzlich erhalte ich einen Goldnugget, weil ich daraus eine 6 mache und ich erhalte noch einen Goldnugget, weil ich sowieso schon eine 6 gewürfelt habe. Das heißt, ich hätte jetzt 2 Goldnuggets und würde diese Karte verdeckt hier hinlegen. Das macht jeder Spieler gleichzeitig. Wichtig hierbei ist zu erwähnen, sollte es einem Spieler nicht gelingen, eine Karte zu schmieden, so bekommt er 4 Goldnuggets aus dem Vorrat. Die Goldnuggets braucht ihr, wie eben schon mal gezeigt, um Karten zu beschwören. Und ihr könnt mit dem Goldnugget bzw. mit einem Goldnugget die Augenzahl des Würfels um 1 verringern oder erhöhen. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel mit 2 Goldnuggets aus einer 3 eine 5 machen. Dann kämen wir zur dritten Phase und in der Phase decken die Spieler gleichzeitig ihre Karten auf. Und sollte jetzt eine Karte dieses Symbol zeigen, so tritt der Effekt in Kraft. In dem Beispiel ist es jetzt so, dass der Spieler ein Goldnugget aus dem Vorrat kriegt und jetzt eine Kreatur oder eine Kreation zerstören kann. Bedeutet, er kriegt jetzt einmal den Goldnugget und könnt ihr zum Beispiel sich entscheiden, die Karte zu zerstören. Der Zauber, wie eben schon mal erwähnt, ist ein einmaliger Effekt. Das heißt, diese Karte wird jetzt mit der anderen Karte abgeworfen. Dann kämen wir zur letzten Phase, der Angriffsphase. Und da ist es immer so, sollte es nicht anders auf einer Karte stehen, greift man immer seinen linken Nachbarn an, beziehungsweise verteidigt gegen seinen rechten Nachbarn. Das heißt, in unserem Beispiel ist es jetzt so, der Spieler greift diesen Spieler an. Und wir schauen uns erstmal unsere Kreatur hier an. Und hier unten seht ihr immer den Angriffswert. In unserem Beispiel ist es aber jetzt so, dass wir erstmal einen Würfel würfeln müssen. Das heißt, wir würfeln den jetzt und das wäre jetzt unser Angriffswert. Das heißt, wir hätten jetzt einen Angriffswert von 4. Hätten wir zusätzlich eine 1, 2 oder 3 gewürfelt, hätten wir noch einen Goldnugget aus dem Vorrat bekommen. Das heißt, wir fügen jetzt unserem linken Nachbarn 4 Schaden zu. Wenn der Spieler eine Verteidigungskarte hätte, hatte er eben ja noch, aber die wurde ja leider zerstört, hat er die Möglichkeit, den Schaden zu verteidigen. Das bedeutet, in unserem Beispiel wäre es so gewesen, dass er 3 Schaden verteidigt hätte, hätte also nur eine Wunde erlitten. Hätte er zusätzlich 2 von diesen Goldnuggets bezahlt, hätte er nochmal 4 zusätzliche Verteidigung bekommen.
Und zusätzlich seht ihr hier, dass die Karte einen dauerhaften Effekt gehabt hätte, nämlich hätte diese Karte die anderen Karten beschützt, die hätten also nicht zerstört werden können. Aber der Spieler hatte diese Karte leider nicht, aber um euch das mal zu erklären, wollte ich jetzt mal diese Karte euch noch kurz zeigen. Aber in unserem Beispiel ist jetzt so, der Spieler hat diesem Spieler 4 Schaden zugefügt und um das anzuzeigen, wandert der Marker jetzt um 4 Felder nach unten. Sollte es hier bei einem Spieler gelingen, den Nachbarn auszuschalten, das heißt ihn auf 0 Leben zu bringen, so bekommt er als Belohnung 3 von den Goldnuggets. Und zusätzlich ist es so, dass in allen weiteren Runden jetzt jeder Spieler 7 Leben verliert. Das heißt, ihr kommt dem Spielende immer näher und ihr spielt das Spiel, wie eben schon mal erwähnt, über so viele Runden, bis es einem Spieler gelingt, die anderen Spieler auf 0 Leben zu bringen und dieser Spieler hat dann die Partie gewonnen. Aber bevor ich zum Fazit komme, möchte ich euch noch ein paar Karten zeigen, denn in der Regelerklärung habt ihr ja nur vereinzelte Karten gesehen und diese Karten sind wirklich cool illustriert und fast jede Karte hat ihre eigene Illustration und ja, da kann ich schon mal vorwegnehmen, dass mir das sehr gut gefällt. Und damit ihr mal einen besseren Eindruck bekommt von den Karten, wollte ich euch die unbedingt nochmal kurz zeigen. Und ja, ihr seht schon, es ist ein sehr außergewöhnlicher Stil. Und jetzt kommen wir mal zu meinem Fazit. Kommen wir mal zu meinem Fazit und zunächst einmal möchte ich auf die Optik eingehen. Ihr habt ja eben schon gesehen, die Karten sehen richtig cool aus, hat einen eigenen Stil. Mir persönlich gefällt das richtig gut, ist mal was anderes und ich finde es richtig Hammer. Auch das Cover gefällt mir richtig gut. Aber jetzt kommen wir nach dem Lob direkt mal zu meinem Hauptkritikpunkt und es ist fast eine Grundsatzdiskussion. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Hinten steht der UVP-Preis drauf, $35. Normalerweise gehe ich gar nicht so auf den Preis ein, weil der sich ja immer ändert, aber hier steht halt die unverbindliche Preisempfehlung drauf, also so um die 30 Euro. Und ich muss euch eine Sache sagen, das finde ich halt irgendwie, ja, ich zeige es euch mal. Ich habe jetzt mal einen kurzen Cut gemacht, weil es ein bisschen länger gedauert hat. Ihr seht hier, was da drin ist in der Box. Und das ist wirklich nur dieses Kartendeck, die paar Würfel und hier das. Und ihr könnt es euch denken, das passt alles in so eine ganz kleine Schachtel, wie die von, was weiß ich, von Yellow kennt, diese Minigames, da passt das alles rein. Und da muss ich echt sagen, muss das sein? Also, das hätte man auch falten können und dann ja, hätte das alles in eine kleine Schachtel gepasst. Ich verstehe, warum man das macht. Jetzt fällt schon der Würfel hier raus. Klar, man hofft dadurch, es zu rechtfertigen, vielleicht einen höheren Preis zu verlangen. Aber hier ist nur dieses Plastik-Inlay drin und das rechtfertigt meiner Meinung nach nicht, dass das Spiel so groß ist. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich schade, weil dieses Spiel sollte man meiner Meinung nach für mehr Leute zugänglich machen und es kann echt sein, dass es an Preis dann hängen bleibt. Ich verstehe es aus wirtschaftlicher Sicht, aber ich muss echt sagen, dass ich das wirklich als negativen Punkt sehe und ich hoffe, ja, dass ich das nicht so oft erleben werde. Ich war echt schockiert, muss ich sagen. Und das sehe, also das habe ich nicht so oft, dass ich ein Spiel auspacke und denke mir so, was soll das? Und das habe ich jetzt hier. Finde ich schade, weil mir das Spiel wirklich richtig gut gefällt. Aber ich wollte euch das unbedingt mal zeigen, denn für mich, jetzt wird das alles hier umfallen, für mich ist dieses Spiel, abgesehen von diesem für mich echt negativen Punkt, also mich hat es echt sehr gestört, als ich das aufgemacht habe. Ihr merkt schon, normalerweise freue ich mich immer und sage, geil, weil mir die Spiele halt auch so viel Spaß machen und eigentlich ist immer so alles so, ich sehe vorher schon immer gut aus und ich hatte auch ein gutes Gefühl und dann mache ich es auf und denke so, boah. Also ihr merkt schon, das hat mich richtig gestört und darauf wollte ich unbedingt eingehen und das ist für mich wirklich so ein negativer Punkt. Wenn das nicht wäre, würde ich das Spiel sogar noch besser bewerten. Und das ist dann wirklich schon schade, weil für mich ist dieses Spiel echt richtig cool. Also es macht mir so viel Spaß. Vor allem, es hat so ein paar Vorteile gegenüber King of Tokyo zum Beispiel. Weil es geht schneller, denn wenn einer mal ein Leben verliert, dann geht sofort, ja zack, 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 weil dann wird halt jede Runde, werden ja 7 Leben dann abgezogen, sobald einer mal also gestorben ist oder kein Leben mehr hat, wie auch immer ihr es nennen wollt. Bei King of Tokyo kann es sein, dass sich das mal länger zieht. Ich vergleiche das hauptsächlich für mich mit King of Tokyo, weil
dieses Spiel für mich King of Tokyo ersetzt. Also falls ihr King of Tokyo nicht kennt, das ist halt schon so ein bisschen ein anderer Würfelmechanismus mit Kniffen. Man versucht sich auch gegenseitig zu bekämpfen und das ist auch ein mega cooles Spiel. Ich kann verstehen, dass es so gut ankommt. Es ist auch bei mir in der Sammlung immer, ja, schon immer eigentlich ein Teil gewesen. Und ja, ich für mich, ja, finde das einfach besser. Weil mich spricht es optisch mehr an, tatsächlich, weil ich das richtig cool finde. Es ist für mich noch ein schnelleres Spiel. Es ist geil mit diesen Zaubern und man hat nicht dieses Punkte-Sammeln wie bei King of Tokyo, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, bei King of Tokyo nur auf Punkte-Sammeln zu gehen. Das gibt es hier nicht. Das finde ich gut. Illustrationen finde ich Hammer. Der Würfelmechanismus ist jetzt nichts Neues oder ja, Weltbewegendes, aber gefällt mir auch wirklich, also was heißt, ja, gefällt mir gut, passt dazu. Finde ich echt interessant, dass man mit diesen Würfelsymbolen, das Symbol mit den einzelnen Zahlen, die Karten freischalten kann und muss halt genau abwägen, gehe ich jetzt auf die Karte, gehe ich auf diese Karte. Man kann nicht immer unendlich viele Karten beschwören oder schmieden, sondern immer nur eine, was das Glück dann auch wieder ein bisschen rausnimmt, weil wenn einer super würfelt, könnte er, keine Ahnung, sage ich mal, im Optimalfall, wenn es jetzt mehr Würfel wären, 3, 4 Karten beschwören, der andere aber nur 2, das würde dann schon wieder so zu so einem Ungleichgewicht führen. Das hat man hier nicht, dadurch, dass man immer nur eine Karte spielt. Von daher, das Spiel ist wirklich für mich, wenn es euch nicht stört, dass das in diesem Schachtelformat ist, wenn euch das wirklich wegen dem Spiel holt, macht ihr hier echt nichts falsch. Also es ist ein tolles Spiel, leicht zugänglich. Thema ist natürlich auch, das ist vielleicht auch ein Kritikpunkt für den einen oder anderen, nicht für jeden was. Also es ist jetzt kein Family-Spiel wie King of Tokyo zum Beispiel, das kann man mit der Family spielen. Das halt ist eher schon ein Gamer-Spiel, würde ich sagen. Aber mir persönlich gefällt es, wie gesagt, besser als King of Tokyo. Und wird wahrscheinlich für mich King of Tokyo ersetzen, weil ich bin mir sehr sicher, dass dieses Spiel, dadurch, dass es halt mehr auf Kämpfen aus ist, noch mehr auf meinen Tisch kommen wird. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, was ihr zu diesem Kritikpunkt vor allem sagt mit der Schachtelgröße. Weil wenn das nicht wäre, würde ich das Spiel noch cooler finden. Ich meine, das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Spiel an sich zu tun, aber man assoziiert das dann trotzdem mit dem Spiel, dieses Schachtelformat. Und ja, da bin ich wirklich sehr gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet, dass mal Spiele ja einfach in einer zu großen Schachtel sind oder jetzt hier in dem Fall sogar übertrieben. Da bin ich wirklich mal sehr, sehr gespannt. Und ja, da fallen schon die Sachen runter. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn dem so war, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch über ein Abo und wir sehen uns. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.